musst du jetzt einnehmen. Ich laufe jetzt zurück zu... Ja, ich laufe jetzt zurück zu diesem... Ach, da, ich sehe es. Ich sehe dich. Wie geht denn das nochmal? Hast du nicht vorher gesagt, du, Warte. Weißt, wie es geht? Du bist... Du bist... Ja, du musst mich aber nochmal einladen. Irgendwie. Okay, wie ging das? Guilds Invite Vendetta LP. Hey, hier steht ein Haus. Vendetta LP wurde zu deiner Gilde eingeladen. Wo bist denn? Du rennst aber nicht ständig weg. Ich habe gerade dich gefunden. Boah, Vendetta. Wo bist du hin? Ich bin bei dem Holzhaus. Oh, jetzt bist du natürlich der Gilde beigetreten. Das war nicht so klug. Jetzt können wir uns ja nicht mehr bekloppen gegenseitig. Egal. Egal. Ich habe 59. Ja, da bist du doch. Ich habe 11 Punkte. Ich nenne es mal Haus. Ich kann dich eigentlich nicht mehr kloppen, oder? Bleib doch mal stehen. Du kannst keine Spieler deiner Gilde... Okay. Alles klar, gut, okay, dann bist du jetzt in meiner Gilde. Herzlich willkommen. Hallo. So, dann würde ich sagen, geh mal in die Stadt jetzt. Ja, hast du noch warte. Was? Hast du noch was zu essen dabei? Nee, gell? Zwei Steaks und zwei rohe Rinderfleisch. Also nein. Oh, ich habe Schafe gefunden. Ja, jetzt alles, was wir killen, geht halt dann in die Kasse für die fürs für die Gilde. Also wenn du, ich glaube du musst dann Points send. Probier mal aus. Hast du noch einen Punkt? Nee, ich habe aber gerade, nee, gerade nicht. Ich töte jetzt irgendwas mal. Okay, probier da mal aus. Points send never guess LP oder sowas in der Art, irgendwie sowas. Hey, vielleicht können wir ja nach Lavagna Town gehen. Nee, Spaß. Hey, es wird schon wieder Nacht. Ich suche gerade die Stadt. Oh, ein Creeper! Wunderbar. Die Stadt ist da, wo... Was ist das? Was ist das? Ach so, Kühe. Das sah gerade aus wie Soldaten. Dem, dem, dem. Nein, das sah gerade aus, ich spiele ja Vampire, ja, und auf jeden Fall, da gab es auch so eine Anordnung von so Soldaten und das sah gerade genauso aus. Hier hat sich jemand auch ein Grundstück, hier hat sich jemand auch ein Grundstück geholt. Ich habe hier auch keinen Zugriff. Ich habe die Stadt gefunden. Aber ich soll dir auf jeden Fall folgen. Vor allen Dingen, weil ich die Stadt gefunden habe. Nee, ich habe gerade irgendein anderes. Hier gibt es bestimmt übelst viele versteckte GS noch. Hast du eigentlich gerade gehört, was ich gesagt habe? Du hast die Stadt gefunden und ich sollte dir nicht... Und ich soll dir aber folgen und... Ach, Kilo. Ja, du sollst unbedingt zu mir kommen, weil da ist ein Typ und der hat Eisenrüstung und der steht vor mir, greift mich zwar gerade nicht an, aber ich habe Angst vor dem. Okay, warte, ich komme. Jetzt kommt er auf mich zu. Er kommt auf mich zu. Nein. Wenn der Typ Sinn heißt, dann renne. In die Stadt rein. Renne. Nein, der heißt Trick Train. Okay, renn einfach in die Stadt rein, scheiß drauf, renn einfach. Leuchtet der oder leuchtet der nicht? Nein, der hat nur einen Eisenhelm und Eisenschuhe. Renn trotzdem. Und ein Eisenschwert. Ich bin auch gerade da, okay. Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Ich dich auch. Und der Typ sieht mich dann auch. Komm her. Siehst du ihn? Ich habe mich gerade versteckt, ich tue so, als wenn du mich getötet hast. Oh, scheiße, sieh uns. Das sind ein paar Schisser manchmal. Okay, Mist. Los, komm mal ein Stück näher hierher. Nicht so weit nah an Spawn ran. Das sind ein paar Angsthasen manchmal. Ich versteck mich zwischen den Blumen. Hey, hier ist eine ungesetzte Vorsicht, Tour. Komm. Nee, pass auf jetzt. Vendetta, pass jetzt auf, bitte. Vendetta. Komm her. Ja. Komm jetzt her. Ich bin noch hier. Boah, gibt's nicht, komm her, jetzt komm doch mal her! Hinter dir, pass auf! Ja, guck mal, hier ist eine ungesafte Truhe. Ja, mein Gott, lies da mal die Schilder richtig. Haltest du mir? Nein, habe ich nicht. Vorsicht! Vendetta! Greif an! Vendetta, greif an! Greif an! Ja, Vendetta, jetzt greif diesen Typen an, bitte! Mach keinen Scheiß mit mir! Boah, es gibt's doch nicht, dass du ständig irgendwo hinrennst, wenn es gerade ernst... Oh, Vendetta, ernsthaft! Oh.
Ey, manchmal bin mein... Oh ne. Ich konnte da nichts für, die Spinne hat mich doch auch noch angegriffen. Warum bist du denn wegge... Okay, ich lasse es. Ich reg mich da jetzt nicht drüber auf. Nein, okay, schön. Alles okay. Wunderbar. Dim, dim, dim. Hey, da ist ein Skelett. Okay, ich kaufe mir erstmal Fläche. Bin ich wenigstens einmal Sinnvolles erreicht habe, wenn ich jetzt schon 3 Eisenspalter verloren habe. So, okay, wir haben 14 Fläche bekommen für unser GS wieder. Oh, verdammt, was ist denn hier? Oh, das ist gut. Aua. Stopp. Muss ja nicht die Wand drängen irgendwie. Alter, was halten die denn aus hier, die Zombies? Oh, der hat einen Bogen dabei gehabt. Geil. Du machst coole Videos. Danke. So. Also bitte beim nächsten Mal mach auch, was ich sage und bleib. Also wenn es ums Kämpfen geht. Dann bleib bitte da. Du weißt, dass du kaum Erfahrungen im Kämpfen hast, dass du jedes Mal stirbst. Dann hör doch wenigstens zu. Ja, ich wurde von der Spinne angegriffen. Aber davor nicht. Der stand extra an der Mauer. Es stand extra an der Mauer dran, dass ein Griefen und sowas bei dem GS nicht gemacht, nicht benutzt werden soll. Als du in die Truhe reingeguckt hast. Es stand ganz fett an der Mauer dran, dass wir nicht dran griefen sollen. Ja. Nein, ich bin ja dann an dem Grund GS dran vorbeigerannt, um mich zu... Du Dings, um mich zu save, ja. Was? Aber da du ja rum... Ja. Ich verstehe kein Wort, du lachst übelst. Nein, ich bin... Ja, ich weiß, mein Internet ist gerade schlecht. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Ich habe einen Bogen. Wenigstens ein was. Dein Körper ist voller Pfeile. Ich habe nur gedacht, dass wir wenigstens mal einen Typen killen können, aber ich glaube, da muss ich ja mit einem Wolke drauf losrennen. Ja, doch besseres Internet. Ja. Ja. Oh, ein Enderman. So okay, jetzt hör mir zu. Hör mir zu. Wir greifen jetzt gleichzeitig den Enderman an. Und du rennst nicht Waffen. Woanders. Ist mir scheißegal, das kriegen wir auch so hin. Okay? Ja. Und draufhauen, los. Draufhauen. Lass ihn nicht zu nah an dich rankommen. Und nicht nur auf die Beine. Ja. Du musst nur auf die Beine schlagen, sonst teleportiert er sich. Nur auf die Beine. Wow, Mist! Was das? Ich hab doch gesagt, Chef! Du musst aufpassen! Oh. Ja, ich hab drauf geprügelt. Mist! Ja, du hast nicht auf die Beine geschlagen, deswegen hat er sich teleportiert und deswegen haben wir ihn nicht mehr gefunden. Okay, schade, war ein Versuch wert. Jetzt habe ich meinen Bogen verloren. Wir müssen schnell machen, sonst ist er weg. Die Spenderrange wird... Was? Wie lange nimmst du jetzt eigentlich schon auf? Keine Ahnung, ich wollte ein paar Stunden aufnehmen. Ich wollte aber auch was daran schaffen in 2 Stunden, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil bis jetzt haben wir nicht so viel geschafft. Wir machen ja, die Lampen hier nicht kaputt. Weil ich muss noch was machen, deswegen. Eigentlich. Na, wenn du keine Zeit mehr hast, dann verabschiede ich dich einfach, das ist auch kein Problem. Ja, ich denke so 10 Minuten habe ich noch circa. Okay. Dann machen wir erstmal zurück zur Basis. Kannst dich ja bei der Basis ausloggen, da bist du auf jeden Fall sicherer. Ja, wollte ich nur mal so angemerkt haben. Ja, okay. Ah! Autsch. Ja, dass wir diesen extrem Hungerverbrauch bei Riskaria finde ich suboptimal. Also wenn das schon so ein extrem PvP ist, dann muss man nicht auch noch darauf so extrem achten, weil du hast ja keine 5 Sekunden, ohne dass du wirklich mal Hunger... Hey, das ist ein Enderman. Ja, ich weiß. Oh. ist echt traurig mit dir. Warum? Es macht doch Spaß. Du hast immer was zu lachen, wie ich mich blamiere. Nee, ich lach da ehrlich gesagt nicht drüber. Hast du den Enderman gerade schon wieder angegriffen? Und schon wieder nicht auf die Beine geschlagen? Doch. Du darfst ihn nicht angucken. Nö, geh weg. Nö. Ich seh dich nicht. Renn, verdammt, der ist genau hinter dir. Renn! Alter, ich renn! Nicht an, nein. Oh, das habe ich ihn auch angeguckt, na klasse. Unten! Ich dachte, der greift mich. Obwohl, komm her. Ich war grad bei Slenderman und weil wenn du den nicht anguckst, dann kann er dich. Doch, er kann dich töten, stimmt. Ach, egal. Wie kann man Minecraft mit Slenderman verwechseln?
Weil die Idee des Slendermans auf dem Enderman basiert oder umgekehrt. Ja, umgekehrt, aber trotzdem, du wirst wohl mein... Oh. Nee, okay, lass mal das. Vergiss es einfach. Wir lassen das mit dem Kämpfen jetzt, wir gehen zur Basis zurück, dann schaffen wir das gar nicht mehr. Ja, ich greife bis den Enderman an. Ich glaube, dann werf ich dich aus der Gilde raus und tut dich so oft töten, bis ich 100 Punkte habe oder so. Ja, mach mal. Dann töte ich dich dich im Respawn, das heißt, du kommst gar nicht zum Punkt zurück. Du hast einfach an der Stelle immer wieder von mir getötet. Ja, in der Zeit koche ich mir dann Kaffee, mal gucken, wie viele Punkte du dann hast. Was machst du? In der Zeit, wo du mich die ganze Zeit dann tötest, dann koche ich mir dann Kaffee, mal gucken, wie viele Punkte du dann hast. Alles klar. You know. Okay. Ich bin nicht gestört. Meine Freunde sagen, ich wäre nur normal gestört, ja. Nein. Was, du bist nicht bestuhlt? Was laberst du? Ja, das frage ich mich bei dir. Das frage ich mich bei dir 95 Stunden am Tag. Da okay, ist ich habe. Kriegst du es hin, den zu killen, ohne dass er explodiert? Wahrscheinlich nicht, gell? Weiß ich nicht. Bei mir gerade das Internet. Schieb's aufs Internet, schon klar. Not bad, ja. Versuch dir ein bisschen zu helfen mit. Oh, yay! Wunderschön. Okay. Auf unserer kleinen Festung. Ich finde, das sieht voll schnucklig aus, unser Turm. Und jetzt sind wir eigentlich zu zweit. Und wenn ich Wolke noch mit einlade und der kommt heute hoffentlich noch online, das ist eigentlich versprochen, dann sind wir sogar zu dritt heute. Naja, aber wenn... wenn Wolke noch andere Pläne hat. Ja, hat nichts anderes zu planen. Doch, BO2. Nee, Dauer online. Dann wär ich ein Böser. Aber richtig. So, erstmal alles reinpacken hier. So, du müsstest eigentlich auch Zugriff auf die Drohnen haben. Wow, lag grad gar nicht, okay. Ich mach den Vorschlag, ich klau alles aus der Truhe und dann wirfst du mich aus der Gilde raus und dann renne ich weg. Klingt gut. Ja. Hast du noch dann ein paar... Bestimmt nicht sterben. Hast du noch ein paar... hier ist alles voll, okay. Nein, mein Inventar ist leer. Er müsste auf jeden Fall irgendwie ein anderes Essen kommen. Möhren oder sowas. Ich weiß bloß nicht, wie die es gemacht haben, ich habe keine Ahnung. Lieber Neverguest, ja. Ja. Ich würde mich dann auch so langsam verabschieden. Ja, das macht sich. Dann würde ich auch hier eine Aufnahmepause einlegen erstmal. Und dann nehmen wir nachher, wenn der Wolke noch mit dabei sein sollte, nochmal neu auf. Also weiter auf. Ja, müsste klappen. Übrigens, falls du noch einen zweiten Ausgang suchst, falls der unten mal versperrt sein sollte, kannst du auch hier so lang. Achso, ich bin... Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein, Schwein. Ich war von hier aus auf dem Tisch, auf dem Baum gesprungen. So. Ach, und ich habe ja noch 14 Punkte. Okay. Ich habe jetzt 5 Punkte. 2, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wenn ich jetzt den hier mache, Moment, Guilds Pass 1. Dann gehe ich hier rüber. Autsch. Und mach. Ja, das ist sehr intelligent, da muss ich glaube ich ganz hoch erstmal. Flup. Gut, ich bin dann mal weg. Okay, gut. Dann bis demnächst. Jo, bis demnächst. Ciao. So, dann ist der Vendetta erstmal weg. Und Alter, ich sterbe hier wieder Hunger. Ich bin auch gleich weg. Ich mache nur ganz kurz noch. Boah, ich hasse das, wenn ich sowas auf so ein Problem habe. Dum 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 dum. Einfach mal ein Stück Erde mitnehmen.
Also ist genau neben uns einer, der hat also auch sein GS. Naja, ob das so toll ist, weiß ich ja nicht. Ja, ich dachte, ich bin alleine hier hinten, aber okay. Okay. Und... Ach, ich muss ja drauf gucken. Guilds Pass 2. Und jetzt Guilds Claim Expand. Flup. Um 14 erweitert. Genau, das hatte ich vor. Jetzt gehen wir noch ganz kurz runter und nee, Quatsch, falsch das runter. Wir müssen hier runter. Oh, da ist noch Zeug im Ofen. Das ist nicht schlecht. Und dann machen wir das auch noch erkenntlich. Und um unseren Turm herum zimmern wir dann jetzt hier so einen Graben rein. Damit da auch nichts passieren kann. Ja, dann mache ich ja das Wasser erstmal zu, das ist auch nicht schlimm. So, alles weg hier, das gehört hier nicht hin, das gehört nicht hin, das gehört hier nicht hin. Das auch nicht, weg damit, ja, genau, weg, weg, weg. So, weg damit, weg damit. Ich kann sogar so Luftschloss machen dann. Aber muss man mal gucken, wie das dann halt mit dem hinkommen ist. Achso. Okay, das ist also jetzt hier noch unser GS-Stück hier, das hier alles. Hier unten. Oh, das war jetzt nicht mit Absicht, egal. Okay, na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also bis nachher ist wahrscheinlich. Tschüss.